Letzten Endes die Zeit kann ich ja immer nutzen. Also kann ich ja immer sozusagen manipulieren. Deswegen kann es sein, dass das passt, ne? Ich probier mal. Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Wir hatten plus minus null, wa? Aha, da ist einer Level 10, glaube ich. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Ja, aber die Meldung kommt nicht mehr. Sehr gut, es steigert sich. Und wir haben schon Level 10er. Können wir kurz gucken, was können wir jetzt? Komet, Meteor noch gelernt. Interessant. Gut. Und ich würde sagen, die können wir jetzt auch dazu schmeißen. Oh oh. Stimmt, da war ja was. Aber die sind alle Level 10. Ihr könnt es euch nicht leisten, Kreaturen zu trainieren. So mit dieser erhöhten Geschwindigkeitsspiel ist voll anstrengend. Okay. Jetzt aber. Oh oh. Wir bleiben bei 6000. Sind bei 7000. Zwischen 6 und 7 hängen wir die ganze Zeit. Sieht gut aus. Stabil, wir halten uns stabil. Ist der auch schon Level 10? Ja, tatsächlich. Was kann der jetzt? Nur Speed. Oha. Das ist ja erbärmlich. Aber es sind halt dafür heftige Tanks, ne? Und die hier sollen auch nochmal ordentlich auf ein angemessenes Level gehen. Level 9, Level 9. Aber sieht gut aus. Na los, macht hin. So, wer fehlt noch? Hier sind noch ein paar. Level 10, Level 9, Level 9. Der hier hat weniger, also nochmal. So, jetzt müssten alle Kreaturen auf Level 10 sein, oder? Sehr gut. Theoretisch kann ich das gleiche auch nochmal mit denen hier machen. Bis sie Level 3 sind. Man sieht sie einfach nicht mal. Gut, ich glaube, das reicht. So. Mhm. Damit können die nämlich auch hier mitbuddeln, wenn sie wollen. Und das war's. Dann würde ich sagen, ich greife mal an. Wo auch immer. Snow White and the Dwarfs. Habe ich hier gerade jemanden im Gefängnis gehört? Hier ist ein Dungeon-Herz. Na, wo denn? Hier. So. Sehr gut. Und hier sind auch die ganzen bösen Kreaturen. Interessanterweise mit weißer Blume, als wären sie Helden. Aber wo habe ich denn gerade jemanden im Gefängnis leiden hören? War das hier? Ich höre nichts. Hier plätschert's. Weißt du was? Ich buddel einfach mal drauf los, oder? So. Attackos. Let's go. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen stürzen mit einem Schlag, okay. Dann bitte mal weiter einnehmen.
Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, Tentakel, wie auch immer. Da mache ich kurz einen Prozess. Und zwar mit dem hier. Das ist brutal. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, da kann ich hier theoretisch auch noch mal eine Brücke lang bauen. So. Ja, die Zauberer sind gar nicht mal so schwach, wa? Und wahrscheinlich Glaskanonen, also viel Schaden, aber wenig Leben. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, mal gucken, was es hier so gibt. Vielleicht finden wir hier irgendwo ein Dungeon Spezial, das würde mich freuen. Und ich gehe mal kurz. Wie war das? Shift, ne? Ja. Aha! Hab ich's nicht gesagt, ein Dungeon Spezial. Sehr gut. Dann hier mal lang, so. Eure Kreaturen werden angegriffen. Jetzt noch eine Kreatur, gut. Noch eine. Das hier ganz schön verwinkelt, ey. So, Speed. Und weiter geht's. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, ja. Das klärt sich, glaube ich, schon von allein. Meine Imps hauen ja ab. Und die müssen ja einfach Steck vorbei. So. So, habe ich jetzt alle Ecken erkundet? Oder fehlt hier noch irgendwo was? Ich glaube, das war's, ne? Wie lang? Hier gibt's noch was. Boah, das hört ja gar nicht mehr auf. Hier ist noch ein Dungeon Spezial. Was haben wir denn hier? Kreatur wiederbeleben und hier Level erhöhen. Level steigern. Sieht auch cool aus mit der Lava im Wasser. Ja, ja, wo denn? Eure Kreaturen werden angegriffen. Okay, okay, alles klar. Da wissen wir schon mal, auf wen wir zählen können. Aber günstig sind auch die nicht, ne? Also, wir haben irgendwie noch nicht unseren eisernen Jungfrauenersatz gefunden, leider. Müssen wir noch mal schauen. Hier ist eine Tür, da geht es wahrscheinlich zu dem Dungeon. Da werde ich gar nicht lang fackeln und direkt angreifen. Mit unserer Armee sollte das ja auf jeden Fall machbar sein. Haben wir zusammenrufen? Immer noch nicht. Da ist... Oh, hier sind geladen. Das war selten dämlich. Aber das kann ich so nicht lassen. Verdammt. Idiot. So, nochmal. Und diesmal nicht lang fackeln. Und ihr kommt direkt hier herein. Nein, so war nicht. So. Hier war das irgendwo, ne? Hier glaube ich. Na los, komm. Imzis. Oh, Entschuldigung. Da habe ich direkt nach der Arbeit wieder die Aufnahme angeschmissen. Hätte erstmal was essen sollen. Das mache ich, glaube ich, auch gleich. Weil ich muss auch gleich noch Valheim aufnehmen. Ist nämlich gerade Urlaub. Also Brückentag. Oh Mann. Okay, also hier ist eine Indie-Falle. Deshalb speichern. Eure Kreaturen werden angegriffen.
Dreist, okay. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Okay. Ah, danke. Tanks und Magier, das finde ich eigentlich eine sehr gute Kombi, ehrlich gesagt. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, das ist sehr löblich. Dann kannst du mal bitte einnehmen und ihr könnt hier direkt die Türen einkloppen. Schneewittchen, wir befreien dich. Oh, das sind Skelette. Die möchte ich eigentlich gar nicht so gerne haben. Aber gut. Aha. Wenn wir das Gefängnis einnehmen, dann sind die freigelassen. Scheiße. So. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Aha, Schneewittchen und die sieben Zwerge. Und dann dieser komische Dieb und der Riese. Oh, sogar Level 10. Oh, thank God, Jack and the Giant are safe. Who knows that these monsters did to the Beanstalk? Beanstalk, keine Ahnung. Mountain Dwarf, Priestess. Snow White and the Seven Dwarfs are safe. Rejoice. Sehr gut. Hier, sie ist auch Stufe 1 zwar, aber Priesterinnen sind auch wirklich nicht ohne. Wie teuer kostet, also wie teuer ist es, sie zu trainieren? 16 nur? Dafür, dass sie so strong ist, okay. Also mit ihr kann man nämlich richtig die Kontrolle übernehmen über das Kampfgeschehen. Ja, hier, das brauchen wir nicht. Also theoretisch könnten wir jetzt Gefängnisse bauen, aber ganz ehrlich, unsere Armee ist schon groß genug, glaube ich. So. Moment. So. Halt, speichern. Aha, Orks. Nieder mit ihnen. Vernichtet sie. Oh, die sind aber ganz schön zäh. Habe ich Schwächeerinnerung. Ah, okay, die sind doch Stufe 8, ne? So. So. Ups. Gut. Speichern. Aha. Und da schicke ich direkt die komplette Armada hinauf. Wir sollten einen kurzen Prozess machen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt dieses Königreich. Jo, das war ja easy. Okay. Das habe ich mir jetzt ein bisschen schwerer vorgestellt, aber gut. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Das freut mich zu sehen. Ja, sehr gut. Dann können wir das Level hier beenden. The land has returned to its original look. There is peace and quiet one again. Residents of the surrounding estate are very grateful to you. Excellent job, my lord. Ich mag das so ein bisschen, dass es so low budget ist. Aber ich glaube, ich habe das jetzt auch ein paar Mal schon übersprungen. Ne? Und es ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Geht ja vor allem um dieses Level-Design. Aber finde ich trotzdem sehr cool gemacht. Das haben wir schon befreit. Slave. This land is controlled by a full warlock, which uses powerful black magic. He has charmed soul of the dead to fight on his side. We need to eliminate him as soon as possible. Mhm. Ein dunkler Magier benutzt dunkle Magie. Oh, ist das ein Symbiose-Level? Scheinbar, oder? Oh nein, echt jetzt. Es geht mit einem Symbiose-Level los. Hier ist ein Horny. Mhm.
Ich gucke übrigens mal, wie viel. Oh ja, ich glaube tatsächlich, ich muss auch die Aufnahme jetzt schon fast beenden. Wäre eigentlich wieder ein geeigneter Start, ne? Ist eigentlich aber auch gerade so spannend. Warte mal, wir können den. Wie können wir den denn besiegen? Eure Kreaturen werden angegriffen. Können wir den überhaupt besiegen? All you have is one thief. You must use brains, courage and skill to pass the initial test. And then you must vanquish the evil warlocks that keep you Eure enslaved and Kreaturen destroy stürzen the evil sich auf ones den for Gegner. once and for all. Initial Test. Ja, der wahrscheinlich, dass wir ihn hier mit dieser in die Falle platt machen, ne? Gehe ich mal von aus. Ja. Und zwar ist der initiale Test nichts anderes als so. Und das war's. Dann ballert das hier zack, 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 zack. Ne? Und macht ihn auf jeden Fall tot. Gut, das speichere ich schon mal. Ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Erkundungstour. Ich klatsche ihm mal eine und hinein. Au! Böse Kreaturen, da denke ich immer noch, das sind unsere Freunde, aber wir sind ja jetzt das Gute. Na los, komm, töte ihn. Kann aber nicht Eure einfrieren, Kreaturen also so werden viel Leben kann er nicht angegriffen. haben. Eure Sehr gut. Untergebenen tragen den Sieg davon. Und weiter geht's. Aha, das habe ich mir gedacht. Gut. Was haben wir hier? Aha, das kennen wir doch schon. Sowas ähnliches hatten wir schon mal. Wir müssen einfach durchrushen, ne? Lauf! Aha, hier höre ich doch was. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Aha! Versteck. Ein Ninja, den übernehme ich gern. Eure Kreaturen werden angegriffen. Moment. Kreaturen stürzen sich auf den Komm mal hier so ums Eck. Lass sie bloß nicht hier Blitz benutzen. Immer schön draufkloppen. Na los, komm. Triff sie. Das ist irgendwie der Nachteil beim Ninja, ne? Der trifft nicht so oft, habe ich das Gefühl. Oha! Die macht aber ganz schön Damage. Untergebenen tragen den Sieg davon. Ich aber zum Glück auch. Ich guck mal, was hier ist. Aha, Imps! Hervorragend. Eure Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ja, kann ich aber nicht bauen. Was ich aber kann, ist Gold abbauen. So. Und dann kann ich auch ein größeres Versteck bauen. So. Und sogar einen Trainingsraum. Ach, immer noch nicht groß genug. So, jetzt aber. Und das mache ich auch mal ein bisschen größer. Ihr braucht eine größere Schatzkammer. Und auch das ist eine gute Idee. So, machen wir komplett drumherum. Warum auch nicht. Und gut, er kann schlafen gehen. Das ist wichtig, damit er sich wieder heilt. So. Wo will er denn hin? Ein bisschen erkunden, einfach sinnlos. Okay. So. Hier haben wir einen Eingang.
Das ist interessant. Hier kommen wir wahrscheinlich durch. Ach, geht ja nicht. Brücke haben wir auch nicht, ne? Ah, aber wir können jetzt eine Bibliothek bauen. Wo bauen wir die denn mal hin? Wie viele Sprüche haben wir? So viele. Könnte also ein bisschen größer sein. Machen wir mal so. Und dann können wir auch das Gold hier abbauen. So wie dieses. Und hier können sowohl der Ninja als auch der Dieb forschen gehen. Hä? Kannst doch wohl lesen. Kann grad sagen.